Hallo und herzlich willkommen. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich will wieder ein bisschen an meinem Auto schrauben. Und zwar möchte ich die originalen 12-Volt-Dosen, die mit Zigarettenanzünder oder wie auch immer ihr die schimpfen wollt, austauschen gegen welche mit USB. Das liegt einfach daran, dass ich für den Standardanschluss keinerlei Verwendung habe, meine Geräte alle auf USB laufen und ich immer einen Adapter drin habe und so langsam fängt das an, mich ein bisschen zu nerven. Und deswegen will ich die Dosen umrüsten. Ich habe mir dazu von Amazon, gebe euch unten mal den Link da, Dosen rausgesucht. Ich glaube, die leuchten sogar blau, ich bin mir gerade nicht sicher. Ganz normale Dosen. Die haben so eine Kappe, die werde ich nachher abmachen, weil ich für die Kappe keine Verwendung habe. Und ansonsten sind das ganz normale USB-Anschlüsse, in dem Fall 5 Volt, 2,1 Ampere, davon zwei Stück. Und die geht es jetzt einmal einzubauen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Viel habe ich im Internet nicht gefunden, wie das Ganze funktioniert. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal damit, meine ganze Elektronik, die ich hier drin habe, erstmal abzumachen. Das ist der Adapter, den ich bisher immer verwendet habe von Anker mit Q3 Schnellladefunktion. Naja, gut, so weg. Hier unten habe ich meine Taschenlampe immer hängen. Die hängt dauerhaft am USB-Ladegerät hier drin. Das ist eine LED-Lenzer und mit der Autohalterung, gerade für meine Outdoor-Touren, ist er dann halt immer geladen und auch immer da. So, hier habe ich noch ein Funkgerät. Das dient dem Zweck der Kommunikation bei Kolonnenfahrten. Oh, auch das machen wir mal einmal ab hier. Oder kaputt. Ah, so, okay. Gut. Oh, schmeißen wir mal nach da unten. Als nächstes müssen wir hier die Klappe lösen. Die soll nur gesteckt sein. Mit einem beherzten Schnuff und Ruck soll die aufgehen. Und bevor wir es kaputt brechen, nehmen wir mal hier so einen Heber. Gucken, ob wir dann da besser irgendwo drunter kommen. Ja, klack, klack, hat schon mal gemacht. Und ab ist die Klappe und sind sogar noch alle Pins dran. Gut. Das Ganze einmal auch auf der anderen Seite. Die Seite ging ein bisschen schwerer. Weil hier oben in diesem kleinen Stück auch eine sitzt, aber letztendlich sie ist raus. So, jetzt ist da einmal eine Schraube, eine ganz kleine, und dieselbe Schraube ist auch auf der anderen Seite. Und wenn alles stimmt, was ich gelesen habe, lösen wir die jetzt und dann haben wir die 12 Volt Dosen schon in der Hand. Gucken wir mal. So geht's. So, gucken wir mal. Und die andere Seite. So, schauen wir mal, ob sich das jetzt schon hier lösen lässt. Ja, hier ist es lose. Hier unten ist es eingehakt. Okay. Irgendwas ist noch hier in der Mitte. Hm. Aber hier sitzt keine Schraube mehr. Folglich, vielleicht ist das Ganze ja nur geklipst. Ich gucke mir das mal an und dann melde ich mich zurück.
So, mittlerweile weiß ich, mittig unten drunter sitzt noch ein Clip. Warum auch nicht? So, also die Zigarettenanzünder nach unten drücken. Und dann kann man das Ganze auch rausziehen. Theoretisch. So, lose ist es. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Stecker hier einmal lösen. Da sind hier oben drauf, sind hier so kleine Pinne, die kann man reindrücken und dann kann man den Stecker abziehen. So. Und dann ist die Blende auch schon raus und das ist der, der eben so blockiert hat. Hier oben sitzen auch noch mal zwei. Und wir gucken jetzt, dass wir die neuen Dosen einmal eingebaut bekommen. Nachdem ich mir eben einen abgebrochen habe, um zu gucken, wie die rausgehen, zeige ich euch jetzt an dem zweiten, weil das ist der klassische Aha-Effekt. Wenn man es erstmal weiß, ist es eigentlich total einfach. So, also. Wir haben hier drin einen ganz normalen Einsatz von einem Zigarettenanzünder und der hat da so einen schwarzen Pin und denselben auch auf der anderen Seite. Und wenn man die reindrückt, kriegt man das Inlay raus und danach kann man die Kappe mit dem Deckel entfernen. Da ist einer von diesen Pinnen, den man von innen sieht, da. Und dann könnt ihr hier einfach seitlich reingehen und den ein Stückchen nach vorne drücken. Und dabei drückt ihr hinten auf den Zigarettenanzünder drauf. Damit schiebt ihr den schon ein Stückchen weiter nach vorne, Druck drauf lassen. Geht dann zu dem anderen und macht da das Gleiche. Einmal ein Stückchen zur Seite und flupp, da ist er schon rausgeflogen. Und dann habt ihr das Inlay einmal draußen. Jetzt geht es nur noch daran, die Kappe abzumachen. Und die ist ebenfalls einmal hier hinten gesichert. Einmal an der Stelle mit einem Pin, da. Und auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Pin. In Summe, genau wie eben auch, einmal kurz nach innen drücken. So, den anderen nach innen drücken. Und dann klappt er den auch schon draußen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich hole jetzt eben noch kurz die Dose. Die bauen wir dann noch eben ein. Und dann geht's weiter. Wie gesagt, das ist halt einmal so eine 12-Volt-Dose. Die hat dann USB 5 Volt, 2,1 Ampere. Dann sind da noch die Klemmen dran bei. Hinten für die Kontakte. Da müssen wir gleich noch den Originalstecker einmal abmachen und die dran krimpen. Hier hinten ist so ein Konterring, den machen wir mal ab. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich diese Staubschutzkappe oder wie auch immer man das nennen möchte, nicht haben möchte. Deswegen mache ich die ab. Oh, zack. Ja, und jetzt geht es eigentlich auch nur noch ans Einsetzen. Das heißt, die Dose einmal rein, das Loch passt und dann mit dem Ring von hinten einmal festschrauben. Guckt, dass eure Dose vorne einigermaßen gerade sitzt, sonst ärgert ihr euch. Dreht den Ring gerade hier mit dem Schraubendreher, weil ich so dicke Wurstfinger habe und da nicht reinkomme. Und wenn das alles fest ist, dann war es das auch schon. Jetzt geht es wieder an den Einbau. So, da sind wir und ich würde sagen, wir starten. Jetzt müssen wir als erstes einmal den Originalstecker ändern. Auf die Pinne, die wir dabei bekommen haben, das mache ich mir relativ unkompliziert. Clips und einmal das andere Kabel. Zack, ab sind sie. Abisolieren. Das zweite Mal. Hätte Ford auch mal einen Zentimeter mehr geben können hier. So, Kabelschuhe drauf. Und dann krimpen wir das Ganze einmal zusammen. Einmal ordentlich drauf gekrimmt und hält. So, Nummer 2. Wenn man keinen Platz hat, ist das die schönste Arbeit, die man sich hier vorstellen kann. Jetzt geht's an Einbau. Schwarz könnte Minus sein. Testen wir mal, ansonsten müssen wir gleich doch noch mal messen. Ah, es ist natürlich knapp hier mit den Kabeln. Jawohl, das hat schon mal geklappt. Bis auf das wenig Platz ist, klappt das doch zumindest schon mal zuverlässig.
Man könnte ja auch eine Zange benutzen, ne? Das wäre ja irgendwie einfacher, aber einfach kann ja jeder. So, die beiden sind drauf. Bevor wir jetzt alles fest einbauen, würde ich sagen, gucken wir mal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wo ist mein Schlüssel? Nicht hier. So, die Zündung ist an und theoretisch sollten sie leuchten. Tun sie aber nicht. Gucken wir mal, ob Strom ankommt. Nehmen wir hier von der LED-Lenzer einmal rein und auch die Lampe. Einmal in die Ladeschale und lädt nicht. Also einmal die Pole tauschen. So, nachdem wir jetzt die Pole getauscht haben, Zündung an, stellen wir fest, es leuchtet. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen ist ja schön und gut, wenn man Platz hätte. Manchmal sollte man die Kabel vielleicht einfach verlängern, wenn man sowieso gerade alles auf hat. So, klick, klick. Hier oben ist alles eingeklickt. Hier unten ist es auch. Schrauben. Ups. Falls ihr euch fragen solltet, warum meine Dosen leuchten, ich weiß nicht, ob man sieht im Video, obwohl ich die Zündung aus habe. Ich habe meine 12-Volt-Dosen umgestellt, dass die insgesamt 18 Stunden laufen, nachdem ich die Zündung ausgemacht habe. Und falls meine Batteriespannung zu niedrig ist, regelt sowieso das BMS, was dann die unnötigen Verbraucher abschaltet, unter anderem auch die 12-Volt-Dosen. So, die Schrauben habe ich wieder angebracht. Jetzt ist es nur noch die Verkleidung anklipsen. Ich klipse jetzt erst einmal die Seite hier ein. Jetzt gucken wir mal auf der anderen Seite bei euch. So. Gucken, dass wir überall richtig an den Klipsen sitzen. Jawohl, hier vorne auch. Mein Funkgerät wieder dahin, wo es hingehört. Das Kabel zum Laden des Funks in die 12-Volt-Dose. Das Kabel von meiner LED-Lenzer zum dauerhaften Laden auch in die Dose. Die Taschenlampe zurück. Siehe und siehe da, sie leuchtet, sie lädt. Ja, Fazit. Also, wenn man weiß, wo die Klipse sitzen, wo die Schrauben sitzen, dann ist der Tausch eigentlich ganz einfach. Ich würde demnächst anders machen, dass ich die Kabel vom ursprünglichen Anschluss ein Stückchen verlängere, so 5 cm. Dann kommt man erheblich besser dran. Aber ansonsten ging es auch so. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch war es einigermaßen interessant. Wenn euch das alles interessiert, wie es mit Molly, meinem schönen Ford Ranger, weitergeht, lasst ein Abo da, drückt auf Gefällt mir. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr hättet anders gemacht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.